Wir haben wieder zwei Vektoren gegeben, zum Beispiel den Vektor a, gegeben durch 2, 3, 4 und den Vektor b, gegeben durch 1, minus 2 und 3. Wir suchen die Länge der Projektion von A in Richtung von B. So, gucken wir uns das grafisch erstmal an. Wenn wir hier den Vektor A haben und das hier der Vektor B ist, dann brauchen wir von dem Vektor B nur die Richtung, zum Beispiel den Einheitsvektor EB mit der Länge 1. Und wenn wir die Projektion bilden, dann ist das dieser Pfeil hier. Wenn ich also den Einheitsvektor EB multipliziere damit, dann bekomme ich den Vektor EB und die Länge dieser Projektion ist gesucht. Nennen wir den Vektor zum Beispiel einfach B. Und wir suchen die Länge der Projektion. Das bekommen wir einfach aus dem Skalarprodukt raus. Das ist nämlich die Länge des Vektors b ist gerade gleich a mal eb. Also vom Vektor b interessiert nur die Richtung. Deswegen können wir den durch seinen Betrag teilen. Und das bedeutet, das ist das Skalarprodukt a mal b dividiert durch den Betrag von b. Wir können also im Prinzip den Einheitsvektor erzeugen, indem wir den Vektor b nummieren, b dividiert durch b-Betrag. Das heißt, wir haben den Vektor 1, minus 2, 3 dividiert durch die Wurzel. 3 Quadrat sind 9, plus 1 sind 10, plus 2 Quadrat ist die Wurzel 14. Also nochmal 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 3 Quadrat gleich 14. Und das, was wir hier haben, ist die Länge des Vektors b. Und wenn wir den Vektor normieren, dann erzeugen wir einen Einheitsvektor, der die Länge 1 hat und die Richtung von b. Das haben wir vor. Wir machen also im Prinzip einen Einheitsvektor, indem wir b durch b-Betrag teilen. Und folglich können wir das auch gleich so aufschreiben. Wir nehmen den Vektor 2, 3, 4, bilden das Skalarprodukt mit dem anderen Vektor, 1, minus 2, 3, und teilen es durch den Betrag von b, und das war die Wurzel 14. Was noch zu bilden ist, ist das Skalarprodukt, 2, minus 6, plus 12 durch Wurzel 14. 12 minus 6 sind 6, plus 2 sind 8. 8 durch Wurzel 14. Und der Taschenrechner liefert die Länge der Projektion 2,138. So, also nochmal, was hat man zu tun? Wir suchen die Länge des Vektors a in Richtung von b. Von b interessiert also nur die Richtung, deswegen verwandle ich den Vektor b in den Einheitsvektor b, indem ich ihn durch den Betrag von b teile. Und wenn ich diesen Einheitsvektor dann mit a skalar multipliziere, bekomme ich die Länge der Projektion. Wenn ich den Vektor brauche, dann müsste ich die Länge noch mit eb multiplizieren, dann hätte ich also den Projektionsvektor. Wenn ich nicht die Länge suchen würde, sondern den Projektionsvektor selber, dann müsste ich also den Betrag von p mal eb nehmen. In der Regel ist aber die Länge der Projektion gesucht und nicht der Projektionsvektor. Ja, also kurz gesagt, wenn ich einen Vektor a und einen Vektor b habe und die Länge der Projektion von a in Richtung von b suche, bilde ich das Skalarprodukt von a und b und teile es durch den Betrag von b und das gibt dann die Länge der Projektion.